Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Heute auf Anfrage Forex Trading, weil viele von euch auch im Bereich Forex interessiert sind. Das heißt, wir wollen uns heute verschiedene Möglichkeiten anschauen, Forex kurz-, mittel-, langfristig zu traden. Dementsprechend heute hier mal in den Devisenmärkten unterwegs. Sind ja die größten Märkte mit einem täglichen Handelsvolumen von über 6,4 Billionen US-Dollar. Dementsprechend auch gerade für Leute später mit größerem Volumina immer kein Problem, hier in den Märkten sich zu positionieren. Und eins gebe ich dazu, wir haben hier ja unsere Marktübersicht, immer schauen bei den Devisen auf die Spreads, das heißt die Gebühren zwischen den Ankaufskursen und Verkaufskursen. Ihr seht, ich habe die hier hinten mit eingeblendet, hier könnt ihr euch dementsprechend anzeigen lassen, was ihr alles sehen wollt. Und wichtig, macht das Häkchen hier rechtsklick in der Marktübersicht, Spread, damit ihr die Gebühren seht, weil es gibt einige Devisenpaare, die machen einfach keinen Sinn. Ihr seht zum Beispiel, australischer Dollar, Neuseeland, Yen hat hier einen Spread von über 40 Pips, das heißt, das ist für unser kurzfristiges Handeln nicht interessant, auch hier australischer Dollar, Schweizer Franken, das ist mehr, was wenn ich im Stunden- oder Tageschart unterwegs bin, Euro, polnischer Yen hier 236 Pips, 320 Euro gegen den ungarischen Forint, also bitte diese Trades hier streichen, macht euch wirklich eine Liste von den sogenannten Majors. Majors sind die Devisenpaare, die am meisten gehandelt werden, die das größte Handelsvolumen haben. Und das sind natürlich so unsere Klassiker wie der Euro-US-Dollar. Da sehen wir, haben wir hier einen Spread von 8 bis 10. Im Gegensatz zu den Indizes, die wir sonst immer handeln, gilt hierbei, das sind sogenannte Variable, keine fixen Spreads. Das heißt, hier wird sich immer am Markt orientiert. Ihr seht, der springt mal von 8 auf 9 auf 10. Also hier immer schauen, ich fokussiere mich hier auf Titel, die maximalen Spread bis 15 haben, aber ihr habt auch genug, die unter 10 liegen, hier australischer Dollar, US-Dollar, Euro, US-Dollar, handle ich gerne, Euro, Great British Pound ist ein Titel, den wir gerne handeln, Euro, Japan, Yen sehen wir, ist schon etwas teurer, aber sehr volatil, volatil ist gut, Great British Pound, US-Dollar ist einer meiner Favorites, der sogenannte K-Bill wird dieser genannt, einfach weil er sehr, sehr große Bewegung am Markt habt. So, und hier können wir das, wie gesagt, meine Empfehlung aufgrund des Spreads, wir handeln nicht im Minutenchart. Ich gehe mal in den Minutenchart hier kurz rein. Ihr werdet es aber sehen, dass sich die Gebühren und die Bewegung im Minutenchart eigentlich gegeneinander aufheben. So, wenn wir jetzt selbst mal hier so eine große Gegenbewegung haben mit mal 70 Pips oder hier eine kleine Abwärtsbewegung von 120 Pips, ist es mir ein bisschen zu viel von den Gebühren, die schönsten und besten Handelssignale in den Devisen. Für unser kurzfristiges Trading bekommt ihr eigentlich im 5-Minuten-Chart und im 15-Minuten-Chart. Da bekommt ihr sehr, sehr schöne Handelssignale. Die bauen wir uns hier auch nochmal auf, welche Setups ihr da am besten nutzen könnt. Und sehr, sehr schönes Setup im Devisenbereich ist eigentlich der Stunden-Chart. Daily-Chart ist mir persönlich ein bisschen zu lang, aber denkt daran, je größer ihr das Timeframe wählt, umso stärker werden auch die Handelssignale in ihrer Interpretation. Das heißt, auch hier macht es durchaus Sinn, sich in den größeren Charts das Ganze mal mit anzuschauen, um dann dementsprechend hier seine Handelssignale zu finden. Wir gehen mal in meinen Favorite-Chart, in dem Bereich hier in so einen 5-Minuten-Chart. Und auch hier im Devisenhandel baut ihr euch immer ein und dieselbe Checkliste auf. Das heißt, als erstes bestimmt ihr auch hier im Devisenhandel den Grundtrend am Markt, weil es gilt immer die Prämisse, the trend is your friend. Der Trend ist unser Freund und wir handeln ungern gegen den Trend. Warum? Weil ihr, wenn ihr gegen den Trend handelt, eigentlich immer ein negatives Chance-Risiko-Verhältnis habt, damit eure Gewinnchancen umso kleiner sind, das Risiko umso höher auf der anderen Seite. Und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Mit dem Trend haben wir hier halt dann die Möglichkeit, immer die besseren Chance-Risiko-Verhältnisse zu handeln. Ihr werdet sehen, warum ich den Devisenhandel besonders gerne handle, weil wir hier stellenweise CRV-Chance-Risiko-Verhältnisse von 3 zu 1 haben. Im DAX, im DAO arbeiten wir ja meistens mit 2 zu 1. Gerade weil wir hier in den größeren Timeframes handeln und die Devisen etwas schönere Bewegungen haben, haben wir hier ein CRV von 3 oder manchmal sogar 4 zu 1 in den ganz großen Charts. Und deshalb handle ich die halt
umso lieber, weil wir hier wesentlich bessere Handelssignale bekommen. Das heißt, erstes Trend bestimmen, egal welches Setup ihr nutzt. Wir fangen mal an mit unseren Color Bands. Ihr könnt hier unsere Color Bands reinlegen, um den Grundtrend zu bestimmen. Ist, wie gesagt, immer unsere erste Prüfbedingung. Damit es nicht too much wird, nehme ich hier auch nur einmal das Color Band rein mit der 1,618, weil diese Indikation nutze ich, um hier grundsätzlich meinen Trend am Markt festzulegen. Und mit den Color Bands haben wir ja hier ganz klare Indikationen. Ist unser Band blau, sind wir in einem Aufwärtstrend. Sind wir in einem Aufwärtstrend, werden auch nur Buy Trades gemacht. Das heißt, erste Prüfbedingung auch im Forex-Handel, bestimmt euren Trend. Das ist die grundlegende Prämisse hier dabei. Wir wollen immer nur in Trendrichtung handeln. Sind wir hier in einem Aufwärtstrend, sprich ist unser Band hier unten blau, dann bitte nur noch Buy Trades hier im Markt. Sollte das Band rot sein, sprich sind wir in einem Abwärtstrend, dann fokussieren wir uns auf die Sell Trades. Das gilt egal mit welchem Setup ihr hier handelt, ob mit den Color Bands oder den Extreme Channel. Wir werden beides parallel uns heute mit anschauen, sodass ihr da dementsprechend immer aber mit unserer ersten Prüfbedingung anfängt, Trend bestimmen. Und dann wird bitte nur in Trendrichtung gehandelt. Das heißt, hier eigentlich seit hier hinten, seit dem 21. Juni, also heute Morgen im Prinzip, sind wir nur in diesem Buy-Movement und dementsprechend dort zu handeln. Zweiter wichtiger Punkt, Devisen reagieren unheimlich schön auf Markteröffnungsphasen. Das heißt, es kommt immer sehr viel Schwung. Na klar, wenn die Markteröffnung ist, in den Markt mit rein. Deshalb für mich Devisen natürlich besonders interessant. Hier am Nachmittag Handel bitte zu beachten. Devisen reagieren mehr auf den vorbörslichen Handelsstart. Ihr seht das hier unten. Wir haben ja eigentlich unsere 15.30 Uhr. Das ist ja 14.30 Uhr nach unserer Zeit. 14.30 Uhr ist aber der vorbörsliche Handelsstart. Und ihr seht, vorher passiert hier eigentlich gar nichts. Der Markt bewegt sich seitwärts, aber wir haben hier viel Zeit. Das ist so eine klassische Bodenbildung. Und dementsprechend dann die große Bewegung hier am Markt. So, der Chris schreibt mir gerade, er hat keinen Ton. Ist es ein Einzelproblem oder haben die alle keinen Ton? Ah, nur beim Chris, dann scheint es ein Computerproblem zu sein. Also der Rest hört mich wunderbar. So, also auch da bitte darauf achten, am Nachmittag mehr der vorbörsliche Handelsstart, weil wir wollen ja nicht primär Ewigkeiten am Markt sitzen. Und das braucht ihr bei Devisen auch nicht, weil Devisen reagieren unheimlich stark auf Markteröffnungsphasen. Und wir haben auch hier heute Morgen ein schönes Szenario gehabt. Hier einen schönen, starken Abwärtstrend und dann natürlich diese schöne, starke Reversal-Idee. Wenn wir da mal nach unten schauen auf die Zeit, ist das 10 Uhr. 10 Uhr ist natürlich unser offizieller Opening-Start, sprich 9 Uhr. Und da seht ihr schon, wie stark die Märkte reagieren. Aber auch hier gilt, auch der vorbörsliche Start sehr, sehr schön zu handeln. Ihr seht hier dementsprechend auch die vorbörsliche Markteröffnung ist hier schon sehr, sehr stark. Und das ist immer so die Session zwischen 7 und 8 Uhr unserer Zeit. Warum? Das ist die sogenannte Night Attack der Japaner, die letzte Handelsstunde der Asiaten und bei uns ab 8 Uhr offiziell, 9 Uhr dann der offizielle Handelsstart. Da werdet ihr sehr, sehr häufig sehen, haben wir zwischen 7 Uhr unserer Zeit und 9 Uhr unserer Zeit und dann natürlich mit dem Market Opening sehr schöne Kursbewegungen. Das heißt, in den Devisen haben wir eigentlich einen wunderschönen Zeitkorridor von 7 Uhr, sprich die Night Attack der Japaner, bis im Prinzip 10 Uhr unserer Zeit. Über unsere offizielle Markteröffnung hinaus haben wir halt sehr, sehr schöne Bewegung und am Nachmittag nochmal unser Kursfenster 14.30 Uhr. So, und ihr seht auch, die schönsten Kursbewegungen sind dann hier auch direkt zu den Marktzeiten entstanden. Wir haben hier das erste schöne große Movement. Hier um die 15.30 Uhr, sprich 14.30 Uhr gehabt. Wir haben hier direkt zum Handelsstart nochmal ein schönes großes Movement, sprich um 9 direkt das Abwärtsmovement, dann dieser Reversal Trade, First Movement Reversal Trade. Und wir haben hier die erste schöne Kursbewegung noch mit den Asiaten begonnen.
wo dementsprechend hier der erste Trend reingeht. Das sind so die Zeiten, die wir hier eigentlich abarbeiten sollten. Natürlich 1:30 Uhr, 3:30 Uhr auch unheimlich interessant. Warum? Das sind die asiatischen Eröffnungszeiten. Da könnt ihr den Markt natürlich auch extrem schön handeln. Wer also Schlafstörungen haben sollte, wer gerne in den Nachthandel mit rein will, hier seht ihr zum Beispiel unsere markante 3:30 Uhr. Das war die asiatische Eröffnung. Und auch dort hier über den Morgen eine über 200-Punkte-Bewegung. Aber auch hier gilt als erste Indikation, bestimme den Trend. Hier sehen wir Linie rot von unserem Color Band, klassischer Downtrend, Abwärtstrend. In diesem Abwärtstrend dann dementsprechend bitte nur Sell-Indikation handeln. Und zweitens, wo werden diese Trades? Das ist ja immer zwar unsere zweite Prüfbedingung. Also wir haben ja erstens unsere Trendindikation. Wir wollen nur in Richtung des Trends handeln. Das heißt, als erstes bestimmen wir den Trend. Und zweite Indikation, wo eröffnen wir diesen Trade? In einem Buy-Trend natürlich in unserer Kaufzone, sprich hier an den blauen Bändern, in einem Sell-Trade natürlich in den Verkaufszonen, wenn ihr mit den Color Bands arbeitet, dann hier natürlich an unseren Bändern. Das sind die wichtigsten beiden Prüfindikationen, die ihr am Anfang hier abprüft, gekoppelt mit diesen Zeiten, weil ihr werdet häufig sehen, über die Mittagszeit 10:30 Uhr, ja, der setzt sich der Trend hier noch so ein bisschen fort im Markt, aber das sind nicht mehr die großen Bewegungen, die große Volatilität, die großen Bewegungen, und die wollen wir ja handeln, immer wieder im Rahmen dieser Opening-Zeiten. Und ihr seht auch hier, der Markt aktuell pendelt sich hier hinten eigentlich aus. Die amerikanische Eröffnung auf der offizielle Start 15:30 Uhr ist durch. Und jetzt wird es hier auch den Rest des Abends immer sehr, sehr ruhig. Aber da muss ich dann auch nicht handeln. Wenn ihr euch so ein bisschen an die Eröffnungskorridore haltet, könnt ihr das sehr, sehr schön abarbeiten. Zweiter Indikator, den ich in Devisen eigentlich am liebsten handle, ist auch das Setup, was wir jetzt als Master Setup für unseren DAX und DAU erarbeitet haben, ist mit unserem Extreme Channel. Das heißt, hier nutze ich auch die klassische Einstellung, um hier halt auch genauso meine Indikation vom Trend zu bestimmen. Und dieser Extreme Channel, der hat ja zwei Indikationen. Er soll uns einmal natürlich die Trendindikation aufzeigen. Und da sehen wir schon, wir sind hier seit heute Nacht eigentlich in diesen Aufwärtstrend. So 5 Uhr, 6 Uhr war hier unser Scheitelpunkt. Was ist der Scheitelpunkt für die, die das Setup so noch nicht kennen? Scheitelpunkt ist immer der Punkt, an dem der vorübergehende Trend, sprich im Vorfeld dieser Downtrend, dann hier in so eine parallele Phase übergeht. Das heißt, in der Parabel sehen wir diese Linien so parallel laufen. Und der Spiegelpunkt, nachdem er sich spiegelt. Das heißt, eigentlich so ab 6 Uhr heute Morgen, sprich 5 Uhr, sind wir eigentlich in diesem Aufwärtstrend übergegangen. Und da ist immer halt meine Indikation nur die Buy-Trades. Wir sehen diesen schönen Kanal, der nach oben zeigt. Hier sind wir also in einem klassischen Aufwärtstrend. In diesem Aufwärtstrend bitte nur Buy-Trades. Wo jedes Mal, wenn wir in die Kaufzone laufen, wie hier, hier, hier oder halt hier. So, und wenn ich mir dann da noch Linien hinlege, dann sehe ich, dass das auch noch automatisch unsere Opening-Zeiten hier im Markt mit drin sind. Das heißt, ich muss hier nicht permanent mehrere Stunden wie hier diesen Markt beobachten, von 10 Uhr bis 14:30 Uhr. Das ist so eine tote Marktphase. Da muss ich mich dementsprechend nicht hier im Markt bewegen, um dann Handelssignal zu finden, sondern da kann ich wirklich in Richtung meiner offiziellen Opening-Zeiten hier arbeiten und dann dementsprechend dort handeln, wenn wirklich Bewegung in den Markt kommt und Schwung kommt hier immer rein. Wichtig ist auch immer, ich suche auch immer nach dem neuen Scheitelpunkt. Historischer Scheitelpunkt ist für mich halt der Beginn dieses Aufwärtstrends und ich scrolle mir den Chart auch immer nach links mit rein. Ihr könnt hier oben, seht ihr, ist so ein kleines Rechteck in Grau, Chartverschiebung steht da dran. Wenn ihr das mit der linken Maustaste bei Drag and Drop so ein bisschen anfasst und rüberzieht, könnt ihr den Chart noch ein bisschen weiter einrücken, weil ich möchte sehen, ob hier irgendwo ein Scheitelpunkt erscheint. Ist nicht im Markt. Das heißt, so lange befinden wir uns hier weiter in meinem Aufwärtstrend. So lange bleibe ich auch weiter bei der Idee, bitte nur
beitrittst. Trend is your friend. Der Trend ist unser Freund. Wir wollen nur in diese Marktrichtung im Prinzip handeln. Und wie wir das vom Timing hinbekommen, wann ist denn jetzt so genau die richtige Handelszeit, um hier zu handeln, das schauen wir uns gleich mal an, wenn wir unsere weiteren Berater hier im Prinzip mit in den Chart reinziehen und uns dann das Ganze hier etwas genauer anschauen. Auch hier könnt ihr so meine Lieblinge aus der sogenannten Elliott-Wellentheorie nutzen, sprich meine Reversal Points, um zu erkennen, wo beginnt, wo endet eigentlich hier die nächste große Kursbewegung. Das heißt, auch hier nutzen wir sehr, sehr gerne oder ich sehr, sehr gerne meine Reversal Points. Auch hier wichtig, damit wir unsere Schematas nutzen können, unsere Einsen und Dreien. Das heißt, 0 und 1 solltet ihr als Farbe euch definieren. Die Medium Violet Orchid Reds nehmen wir einfach raus. Hier, das sind unsere sogenannten Zweierumkehrpunkte. Und dann habe ich hier auch die Indikation meiner Reversal Points. Und wir wissen, eine der stärksten Zahlenkombinationen, und da sind wir jetzt am Punkt 3 unseres Setups. Erstens war Trend bestimmen. Zweitens war, wo kaufen wir uns ein? In unseren Kaufzonen. Und die dritte Indikation, wenn wir mit diesen Reversal Points arbeiten, wir suchen nach Zahlenkombinationen. Und eine meiner beliebtesten oder eigentlich die von mir beliebteste Zahlenkombination ist ja meine 311. Warum diese 311? Das ist der Einstieg in unsere sogenannte dritte Welle. Und die dritte Welle war ja nach der Elliott-Wellentheorie immer eine der größten Kursbewegungen. Und die suche ich mir. Und dann sticht mir natürlich, ich habe meinen Trend bestimmt. Ihr seht, ich bin in einem Aufwärtstrend. Ich darf also nur Buy-Trades machen. Wo darf ich diesen Buy-Trade machen? In meiner Kaufzone. Da bin ich auch. Checkliste erfüllt. Checkliste erfüllt. Punkt 3. Sucht eure Zahlenkombination. Dann sehen wir eigentlich meine favorisierte Zahlenkombination, die 311, mit unseren Reversal Points in meiner Kaufzone. Das heißt, wir haben hier unsere 3. Das ist der Beginn praktisch, beziehungsweise auf der anderen Seite das Ende dieser Welle. Ihr seht, das war Welle Nummer 1, Korrekturwelle Nummer 2, die Welle Nummer 3, Korrekturwelle Nummer 4 und die 3 in der Kaufzone in einem Aufwärtstrend, die beendet hier natürlich mein Szenario dieser Korrekturwelle und hier beginnt eigentlich ein neues. Und die erste Welle, wie wir da reinkommen, schauen wir uns gleich an. Also auch hier wäre ein möglicher Einstieg für euch. Die zweite Welle, das war die erste Korrekturwelle Nummer 2 und dann habe ich genau meine 311. in der Kaufzone eines intakten Aufwärtstrends. So, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit runterschauen, ist das auch noch der Punkt, warum bewegt er sich denn eigentlich zwei, drei Kerzen hier noch seitwärts? Ja, wir warten hier auf die 14.30 Uhr, sprich 15.30 Uhr Serverzeit. Warum? Hier ist das vorbörsliche Opening und die Devisen, die Forex-Märkte reagieren halt unheimlich gern auf die 14.30 Uhr. Und da weiß ich dann auch, warum hier dann die Bewegung reinkommt. Und so kann ich mich sehr relaxed und so ein 5-Minuten-Chart ist natürlich viel, viel, viel entspannter, damit ihr jetzt aber nicht stundenlang hier am Rechner sitzt, sondern euch wirklich dann hier fokussieren könnt auf die Trades. Meine Indikation, schaut einfach euch die Setups in Richtung unser Opening Zeiten an. Ich mache das immer auch ganz gerne, dass ich mir hier einfach mal so eine Linie reinziehe zum Marktstart und ihr seht, eigentlich eine Kerze nach meiner 3-1-1-Formation bin ich hier jetzt auch schon beim vorbörslichen Handelsstart. Ja, und dann hier natürlich die Idee mit diesem Setup, wenn wir in Trendrichtung handeln. Ich möchte aus meiner Kaufzone bis in meine Verkaufszone laufen. Das ist das Ziel für diesen Trade. Das heißt, hier oben liegt euer Take Profit mit dem Eintauchen in die Verkaufszone und das ist wirklich der Beginn dieser blauen Zone hier oben. Also das hier, das ist euer Zielkorridor, nicht das rote hier oben, sondern wirklich die Verkaufszone, eure Zielzone beginnt hier wirklich mit diesem blauen Band und das ist die Idee. Wo kommt der Stop hin? Natürlich könnte man sagen, wir nehmen die letzte
letzten Highs, die letzten Lows, die letzten Tiefstände. Ich mache sogar noch ein bisschen anders. Ich lege mir ja meine Linie hier in den Markt und ich gehe direkt senkrecht an dieser Linie runter und schaue, dass ich dort außerhalb meiner Parabel plus einen kleinen Puffer, den Spread, hier im Prinzip meinen SL platziere. Das ist mein Stop-Loss-Niveau. Und jetzt werdet ihr sehen, warum Devisen einfach so viel Spaß machen. Das heißt, ihr seht, wenn wir hier um 15.30 Uhr unsere Zahlenkombination finden, um 15.30 Uhr, sprich 14.30 Uhr in der vorbörslichen Markteröffnung reinkommen, habe ich hier wirklich ein kleines Risiko. Ihr seht, ich habe ungefähr 60 Pips Risiko. Habe ich schon mal mein Risiko ermittelt. Das ist das, was ihr dementsprechend maximal bereit seid zu verändern. Verlieren, falls der Markt nicht in die von euch gewünschte Richtung läuft. Auf der anderen Seite, ich gehe natürlich nicht davon aus, dass der Markt hier parallel nach oben oder gerade nach oben schießt, aber ihr seht, selbst wenn das der Fall wäre, 211 Pips, das ist über 3,5 zu 1 vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ich messe gerne so 5 Kerzen in die Zukunft. Das heißt, ich nehme mein Fadenkreuz und sage, wenn es eine sehr schnelle Bewegung ist, braucht die 5 Kerzen. Das kann in der Markteröffnung durchaus passieren. Ihr seht also, ich habe gut 220 Pips hier Platz bei 60 Risiko. 240 zu 60 wäre eine 4 zu 1, also wirklich ein mega Chance-Risiko-Verhältnis. Und das sind halt die Trades, die ich halt unheimlich gerne handle. Und wenn ihr euch an unser Chance-Risiko-Verhältnis haltet, sprich sehr konservativ mit 0,5% Risiko pro Trade arbeitet, ist diese eine Bewegung dann tatsächlich ein 1,2% Trade. Das macht natürlich hier richtig Spaß. Und wie gesagt, von mir angesprochen, im Forex-Bereich haben wir halt wirklich immer mega CRVs. Das heißt, wenn euch auch mal ein Trade, ein zweiter Trade schief geht, ja, dann hättet ihr 120 auf der Verlustseite. Wenn ich im Endeffekt aber, und da könnt ihr eure TPs auch anpassen, ihr seht, der Markt kommt hier in so eine kleine Konsolidierungsphase ran. Das hat ist aber der Vorteil, wenn wir mit dem Trend handeln, schaut mal, was mit meiner Ziellinie passiert. Die geht immer weiter von mir weg. Das ist ja auch die Grundprämisse des Tradings, Gewinne laufen lassen. Das heißt, wir sind im Zielkurs hier eigentlich schon bei über 270 Pips, bei anfänglich 200, bei 60 Risiko. Zu 270 haben wir jetzt eigentlich schon fast ein 4,5 zu 1. Und das ist dann die Idee, hier halt mit dem Trend zu handeln, weil sich natürlich auch meine Zielzone von mir entfernt, dass ich da dementsprechend hier in die richtige Richtung mitlaufe. Und so schiebe ich die rein. Ich handle hier meistens über das Mini-Terminal, Quatsch, nicht über das Mini-Terminal, sondern über den über das One-Click-Trader-Tool und dann ziehe ich mir, wie eben besprochen, wo ich sage, aha, hier ist jetzt ein Entry in den Markt, dann ziehe ich von dieser Linie meinen Stop hier runter und sehe, ich habe hier mein Risiko, das passe ich an, das mache ich nicht übers Mini-Terminal, weil das messe ich mir vorher nicht auf und im 5-Minuten-Chart habt ihr einfach genügend Zeit, den einzugeben. Setzt mir zum Beispiel hier oben meinen Take-Profit hin und dann seht ihr schon die Differenz zwischen Gewinnerwartung zu Risiko. So, und dann kann ich natürlich sehen, Mensch, der Trade läuft in deine Richtung, der Zielkurs entfernt sich ja immer weiter, dann kann ich den natürlich hier anpassen. Aber auch hier ist es so, wenn ich so die Hälfte meines Ziels erreicht habe und die Hälfte meines Ziels in dem Fall ist eigentlich immer meine Mittellinie, dann nehmt ihr auch das Risiko aus dem Trade. Das heißt, hier wird dann der Stop über, wir sprechen immer vom sogenannten Break-Even, ich ziehe mir den sogar ein bisschen in den Gewinn, wird der Stop-Loss praktisch über unseren Einstiegskurs gezogen, damit wir dann kein Risiko mehr im Trade haben, geben ihm aber die Chance, dieses Ziel zu erreichen. Da kommen wir auch noch im Trading mit dazu, welche Berater ich da nutze, um nicht nervös zu werden bei diesem Trade, gerade hier in dieser Konsolidierungsphase. Da werden viele sehr, sehr nervös hier am Markt und schließen den leider auf der halben Strecke, leider in Anführungsstrichen, sind auch 160, 170 Pips gewesen auf 60 Anfangsrisiko, auch fast eine 3 zu 1. Da muss man jetzt auch nicht traurig sein, wenn ihr hier an der Mittellinie rausgeht aus dem Markt. Aber es sind natürlich viele verschenkte Punkte, die hier im Markt liegen. Und ihr seht auch hier diese sogenannte Konsolidierungsphase. Wenn wir mal auf die Zeit schauen und wann der nächste Schwung in den Markt reinkam, das war dann genau wieder der Punkt gewesen, nämlich
16.30 Uhr. Um 16.30 Uhr haben wir hier unsere Kerze. Da kommt der nächste Schwung mit rein. Das ist dann der offizielle Handelsstart, nochmal so eine 90-Pip-Kerze. Und der nächste Impuls hier dann schiebt uns nochmal die weiteren 170 Pips hier nach oben. Das ist wirklich zur Markteröffnung nochmal Vorsicht. Erste Gewinnmitnahmen hier im Markt. Aber wir schauen erstmal, wie wir hier jetzt reinkommen. Wir haben also unsere drei Prüfbedingungen. Das heißt, ich bestimme den Trend, Aufwärtstrend, nur Beitritts. Wo darf ich den Trade machen? Zweite Prüfbedingung in meiner Kaufzone auch erfüllt. Dritte Prüfbedingung, suche nach der Zahlenkombination 311 oder 113, zu der kommen wir gleich, in meiner Kaufzone wunderbar auch erfüllt. Und dann lasse ich mir das Ganze vom Timing halt immer noch sehr gerne bestätigen. Bestätigung, das wäre so der vierte Punkt auf meiner Checkliste, ist dann im Prinzip meine Oszillatoren, die ich nutze. Da könnt ihr den Money Flow, den Obos nutzen. Wer nur mit einer Dreier-Checkliste arbeiten kann, unter Punkt 1 und 2 sauber abgearbeitet hat, der kann auch mit dem Erscheinen der 1, also der Ausbildung dieser fertigen Zahlenkombination 3-1-1 reingehen. Ich bin ja so ein Sicherheitsfanatiker, wo ich dann einfach sage, nö, da nimmst du mal noch einen Prüfberater mit dazu. Und mein Lieblingsprüfberater vom Timing her ist auch dieser sogenannte Money Flow. Auch bitte in dieser Dreier-Einstellung sehr kurzfristig, sehr aggressiv, dass wir hier dementsprechend mit reinkommen. So, und wenn ich dann natürlich nach unten schaue und ich möchte was mit diesem Money Flow machen, ich möchte mir diesen letzten Reversal Point aus unserer 3-1-1-Zahlenkombination bestätigen lassen. Hier geht es mir um eine Bestätigung dieser letzten primären 1. So, und bestätigt wird das Ganze natürlich nur mit einer Buy-Indikation. Dazu im Money Flow, was ist die Buy-Indikation? Wenn mein Money Flow bei 0 ist, dann haben wir hier die Buy-Indikation. Und wir sehen, unser Money Flow ist genau um 25 hier in der Buy-Indikation. 25 im 5-Minuten-Chart geht das wirklich bis 30. Das heißt, direkt zum Opening meiner 15:30 Uhr vorbörslicher Handelsstart haben wir hier unseren Entry in den Markt und dementsprechend dann hier auch diese sehr, sehr schöne Kursbewegung mit dem 4:1er Chance-Risiko-Verhältnis. Der macht natürlich dann richtig Spaß, der Trade, weshalb ich sehr gerne sage, schaut euch auch mal die Devisen mit an. Das war ja auch eure Bitte, dass wir hier mal ein bisschen in den Devisenbereich anschauen. M5, M15. Mega tolle Setups, auch noch für unser kurzfristiges Trading, aber mit sehr, sehr schönen Kursbewegungen, mit sehr, sehr guten Chance-Risiko-Verhältnissen. Ihr könntet optional hier jetzt auch noch unseren anderen Verdächtigen nehmen. Ich nutze ja auch gerne unseren sogenannten Obos-Indikator. Gleiche Einstellung, ich nutze hier auch die Extrembereiche 90 und 10 beim Obos. Die Mittellinie nehmen wir raus. Hier meinen Non, dem Style solltet ihr eine Farbe auswählen. Und bei Eingabe wichtig, der hat hier eine Länge von 4. Genau wie der Money Flow Einstellung 3, damit wir die parallel aufeinander abgepasst haben. So, und jetzt nehme ich mal meine magentafarbene Linie runter und dann seht ihr sogar, und das ist so die von mir favorisierte Setup. Hier hätte ich dann sogar meine Triple Confirmation, meine Dreifachbestätigung. Ich habe meinen Reversal Point aus dieser 3-1-1, erste Bestätigung. Ich habe meinen Money Flow bei 0, zweite Bestätigung. Und ich habe mein Obos unterhalb der 10, leuchtet auch schon blau hier unten. Das ist meine dritte Bestätigung. Das Spike unter die 10 ist die Kaufindikation. Das Spike über die 90 ist hier die Sellindikation. So, und dann habe ich hier meine Checkliste 1, 2, 3. Alle kriegen Häkchen. Dreimal Häkchen heißt Triple Confirmation, Dreifachbestätigung. Natürlich mega starkes Handelssignal. Gerade wenn ihr die Checkliste sauber so vorher abgearbeitet habt, nur in Trendrichtung. In der Kaufzone, Zahlenkombination und den Reversal Point hier bestätigen lassen durch unsere Oszillatoren. Und wie von mir immer gesagt, Oszillatoren bitte in Trendrichtung nutzen. Und die funktionieren nur in Trendrichtung. Das heißt, solange ich hier diesen Aufwärtstrend habe, interessieren mich nur hier die Nuller-Spikes. Ignoriert bitte auch in der Folge, und das ist der nächste Fehler, den ich beim Trading immer wieder sehe. Ignoriert bitte die Sell-Indikation. In Trendrichtung
Oszillatoren werden immer nur in Trendrichtung genutzt. Interessiert euch nicht, dass der Money Flow hier zum Beispiel dann schon wieder bei 100 ist, wo viele sagen, oh, da gehe ich mal lieber raus aus dem Trade, da fängt der gerade erst an und ihr steigt hier, hier oder hier, werdet ihr nervös mit aus. Die sind komplett zu ignorieren in Trendrichtung. Aufwärtstrend interessieren uns immer nur die Buy-Indikation. Haben wir einen Sell-Trade, dann interessieren uns nur die Sell-Indikation, also in einem Abwärtstrend. Und dann sind umgedreht natürlich die Buy-Indikation eurer Oszillatoren zu ignorieren. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, weil ich häufig sehe, ihr habt hier einen super Einstieg euch definiert. Trade läuft ein bisschen in eure Richtung und hier mit dem MFI bei 100 ist dann hier schon wieder das Exit, weil ihr nervös werdet und dann schaut ihr dieser schönen Kursbewegung hier eigentlich zu. Kerstin fragt gerade, ob ich ein Lieblingsdevisenpaar zu einer bestimmten Zeit habe. Ja, Euro-USD, eigentlich so der Klassiker, einer der meistgehandelten Devisenpärchen überhaupt zu den von mir angesprochenen Zeiten. Also schaut euch gerne vor börslichen Start an, also sprich auch 8 Uhr und 14:30 Uhr, dann natürlich zu den offiziellen Zeiten 9 und 15:30 Uhr. Mein zweites Lieblingspaar ist eigentlich der GBP-USD, also der Great British Pound US-Dollar, der sogenannte Cable. Und ich fokussiere mich natürlich an immer den sogenannten Majors. Majors sind einfach die Größten, die Platzhirsche am Markt. Und das sind natürlich auch alle, wo ihr seht, wo wir eigentlich hier so im Bereich Spread unter 10, 12 sind. Also australischer Dollar, US-Dollar mega stark, Euro-US-Dollar sowieso, hatten wir angesprochen, aber auch Euro, Great British Pound. Great British Pound US-Dollar, Great British Pound Japan-Yen hat schöne Bewegung, ist mir persönlich aber zu teuer. Aber US-Dollar Japan-Yen ist auch noch so ein Favorite. Ja, und dann müsst ihr auch immer so ein bisschen überlegen: US-Dollar, Kanada-Dollar ist zum Beispiel auch eine mega Devise. Aber jetzt, wenn ich mal von der Zeit und von der Logik überlege, von den Zeitverschiebungen, Amerika, Kanada, alles auf einem anderen Kontinent. Da sind natürlich mehr die Nachmittagseröffnungszeiten, sprich die vorbörslichen und offiziellen Handelsstarts in Amerika interessant, weil wir sind jetzt hier nicht so, dass wir die Märkte da dementsprechend schieben. Alfons hat noch eine Frage. Obers, ja, Ebene 90 und 10, genau richtig. Änderst du? Ich möchte wirklich die Extrembereiche haben. Ich möchte wirklich diese Spikes hier oben haben. Und deshalb nutze ich da auch hier wirklich die Extrembereiche beim Obers. Einstellung, auch die Länge bitte von 4 auf 3 ändern, damit der adäquat zum Money Flow arbeitet. Und wie gesagt, häufig seht ihr, ergänzen die sich auch, weil ich habe stellenweise einen Reversal Point, der wird mir dann aber nicht durch beide bestätigt. Das ist nur eine Double Confirmation. Wenn ihr in Trendrichtung handelt und einer von beiden euch schon eine Indikation gibt, dann ist es für mich ein Buy-Trade. Habe ich diese Triple Confirmation, dann ist es im Prinzip sogar ein Strong Buy-Trade hier, also ein starker Kauftrade hier am Markt. Das nutze ich dann natürlich am liebsten. So, und das ist eigentlich so das Setup, was wir so durch die Märkte durchhandeln können. Wie gesagt, immer Trend is your friend. Und auch hier sehen wir zum Beispiel, wenn ihr immer noch so ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollt, wir haben ja hier zum Beispiel das offizielle vorbörsliche Opening, Quatsch, das offizielle Opening, den habe ich Tatsache verpasst. Warum? Den Trade habe ich nicht gehandelt, weil er ist gegen den Trend. Ihr seht, schöne Bewegung, schön verpasst, Pech gehabt. Trend is your friend. Erste Prüfbedingung, bestimme den Trend. Sorry, ich war im Aufwärtstrend, verpasse ich den. Aber es kommt ein nächster Trade und ich sehe, er läuft hier auch schön in meine Kaufzone. So, und hier ist jetzt eigentlich so der perfekte Zeitpunkt. Hier sehen wir, sind eigentlich beide erst bei Null. Und ihr könnt es auch gerne machen, wenn ihr seht, dass hier in der Eröffnungsphase. Und das sind auch wieder diese typischen und haltet euch so ein bisschen an diese Marktzyklen. Schaut nochmal in dieses Workbook rein. So ein Trading-Zyklus dauert in der Regel hier auch immer 15 Minuten. Und ihr seht auch hier diese Korrekturphase, zieht der komplett durch diese erste Viertelstunde am Markt. Dann aber gerne die Idee eines Reversal Trades
eines Gegentrades nach dieser starken Bewegung. Und hier stimmt halt einfach alles, wo ich sage, wäre jetzt auch noch zusätzlich ein Hammer gewesen, haben bestimmt einige von euch jetzt auch schon erkannt, dass das hier sogar noch ein Hammer ist, eine der stärksten Kaufkerzen der japanischen Candlestick-Analyse. Chris hat stellt hier noch eine Frage, sinnvoll auch das Forex Trade Panel zu nehmen. Ja, stelle ich euch heute nicht mit vor. Du kennst es schon, Chris. Natürlich sehr gerne das Forex Trade Panel. Für die anderen, was ist das? Das ist ein Panel, wo die Devisenpärchen auseinander gesplittet sind. Das heißt, wir haben ja immer eigentlich zwei Währungspärchen, Euro gegen US-Dollar, Great British Pound gegen US-Dollar. Aber diese Währungen sind natürlich auch in Devisen, in verschiedenen Konstellationen. Und da wird natürlich gerne mit dem Trade Panel gemessen, wo, wie stark ist der Euro an sich, wie stark ist das Great British Pound. Und da, Chris, macht es natürlich Sinn, dass du dir dann über das Trade Panel, so wie wir es früher auch gespielt haben, den Stärksten gegen den Schwächsten spielst. Also ist der Euro sehr, sehr stark und das Great British Pound sehr, sehr schwach. Würde ich Euro gegen Great British Pound handeln, haben wir Euro sehr stark und Japan-Yen sehr schwach, dann würde ich mir das als zu handelndes Devisenpaar rausmachen. Aber immer mit derselben Checkliste, wie wir sie jetzt im Prinzip hier besprochen haben. Und dann arbeitest du das Ganze da genauso mit. Als erste Lektion kannst du natürlich gerne das Trade Panel noch im Vorfeld nutzen, dass wir da unsere Indikationen finden. Und hier natürlich dann genau das Gleiche, was ich als Sicherheit auch immer mache, weil wann liegt erst eine Trendwende vor? Das könnt ihr euch als Puffer auch einblenden. Ihr seht ja zum Beispiel, ich habe hier diesen schönen Abwärtstrend. Die Kerzen markieren immer neue Tiefstände. So, jetzt laufe ich auch in meine Kaufzone hier unten rein und sage, oh, jetzt wird es ja natürlich interessant. Und natürlich bin ich hier in der Kaufzone. Mein Money Flow ist hier bei Null. Mein Obers ist auch schon unter der 100. Ich könnte jetzt natürlich stumpf sagen, ich steige hier ein. Aber wann haben wir eigentlich erst eine Trendwende? Und charttechnisch haben wir eine Trendwende erst, wenn der Höchststand der vorangegangenen Kerze, dieses High, in der aktuellen Kerze überschritten wird. Und so könnt ihr euch das auch ganz entspannt in den Markt legen. Ich lege mir dann zum Beispiel einfach über diesen Höchststand dieser Kerze hier an der Stelle zum Beispiel einfach eine Buy-Order und sage, okay, sollte die nächste Kerze dann dieses High überschreiten, dann ist es das Entry für mich. Ich sehe am Ende der Kerze, ups, ging wohl weiter nach unten, aber ich weiß, auf was ich warte. Ich warte hier auf eine Trendwende in dem Bereich. Also kann ich dann diese Buy-Order einfach mal auf das High dieser Kerze legen und sage, okay, dann schauen wir mal, ob in den nächsten 5 Minuten, in der nächsten 5 Minuten Kerze dieses High überschritten wird. Ich mache es euch mal ein bisschen größer, dann seht ihr das besser. So, ein bisschen größer, machen wir mal den Stealth-Modus hier, den Blinden-Modus. So, und dann nehme ich den hier hin. Und so, und dann sehe ich auch, Mist, der markiert ja immer noch weiter neue Tiefstände. Aber stellt euch das vor, das ist wie beim Kauf eines Autos. Alle Prüfbedingungen stimmen und ihr seid bereit, 20.000 Euro für ein Auto auszugeben. Und ihr seht aber, hey, das wird ja immer billiger. Da schlage ich natürlich nicht hier bei 20.000 zu, sondern sage den Rabatt noch zur nächsten Kerze, aha, 18.000. Dann nehme ich den Rabatt zur nächsten Kerze, oh, jetzt bei 16.000 mit. Und erst hier seht ihr das Überschreiten, das High. Wir überschreiten mit dieser Kerze das High der vorangegangenen, der Previous Bar, der vorangegangenen Kerze. Das ist dann hier euer Entry in den Markt. So, dann kommt ihr nicht zu früh rein in den Markt und dasselbe könnt ihr auch hier hinten machen. Dann nehmt ihr einfach hier nach euer 311 den Höchststand. Dann habt ihr nochmal eine Bestätigung mit drin, weil ein neuer Trend, eine Trendwende wird erst am Markt generiert, wenn der vorangegangene Höchststand überschritten wird. Erst dann haben wir hier die Trendwende. Ja, und dann seht ihr, habt ihr auch heute Morgen hier zum Handelsstart um 9 Uhr mal doof in die Röhre geguckt, weil ihr arbeitet natürlich mit einer Strategie und ihr haltet euch natürlich auch sehr diszipliniert daran. Gegen den Trend dürfen wir nicht handeln. Also 15 Minuten hier zugeschaut, aber dann hier den schönen Entry definiert. Hier stimmen alle meine Prüfbedingungen im Markt. Ja, und dann hier natürlich genau dasselbe. Ich gehe hier rein in den Trade. Das Previous Low, wie es im schönen Englischen heißt, das vorangegangene Tiefstand, ist praktisch mein Stop-Niveau. Das heißt, ich nehme hier das Low dieses Reversal Points, das Low des Hammers. Hier liegt euer SL. Hier ist ja im Prinzip mein Entry. Das heißt, ihr könnt jetzt sehr, sehr schön euer Risiko definieren. Deshalb handle ich Devisen zum Beispiel einfach mit diesem One-Click-Trader, lege mein Volumen allgemein mal fürs Konto fest und sage, okay, hier rein. Und dann ziehe ich mir meine Kurse und sage, okay, wo ist mein Stop?
So, dann sehe ich, mein Stop ist hier ungefähr auch wieder bei 60 Pips. Und ihr werdet sehen, im 5-Minuten-Chart Euro-USD sind es immer 50, 60 Pips. Auf der anderen Seite habt ihr aber eigentlich immer zwischen 150 und 120 Platz. Was ist mein Ziel? Meine Zielidee ist die obere Parabel. Habe ich leider Pech gehabt, waren heute 330 Pips hier in dem Trade gewesen. Mega Chance-Risiko-Verhältnis 60 Risk bei 330 Gewinnerwartung. Also deshalb seht ihr schon nicht nur 3, 4, stellenweise 5, 6 zu 1 und dann Trend is your friend. Lasst den laufen. Selbes Spiel, wie gesagt, auch 15:30 Uhr. Auch hier könnt ihr dieses Spiel machen mit dem Previous High für so einen Beitritt. Ihr habt eure 3-1-1 hier. Das ist meine favorisierte Zahlenformation. Ich steige hier auch gerade, wenn ich die Triple Confirmation habe, blind ein. Ihr könnt aber auch einfach sagen, nö, noch ein Sicherheitspuffer. Ich lege mir einfach über den Höchststand dieser für mich interessanten Kerze erst meine Buy-Order, erst wenn die nächste Kerze das überschreitet, macht sie, bin ich in der Buy-Order rein. Und hier, wenn es so knapp ist, lasst euch bitte ein bisschen Luft zum Atmen. Geht bitte raus aus der Parabel. Hier waren wir ja raus aus der Parabel. Wenn ich jetzt hier mein Buy-Entry habe in dem Trade, gehe ich raus aus der Parabel, setze meinen SL hier unten hin. Auch da werdet ihr sehen, das sind dann auch nicht mehr als diese 50, 60 Pips, die ihr hier als Risiko habt in dem Trade. Oh, da seht ihr auch hier ungefähr 60 Pips als Risiko. So weit braucht ihr hier gar nicht raus. Und dann halt auch hier die Gewinnerwartung. So, das ist das Entry in den Markt. So, hier nochmal eine Frage, wie ich die Reversal Points reinlege. Im Navigator die Reversal Points raussuchen, Double-Click machen, bei Farben reingehen, die Blacks, das ist die 1 praktisch mit einer Farbe hinterlegen, die 2 und die 3 auf None vom Style legen und dann auf OK drücken und schon hast du sie drin und dann sollte es genauso wie bei mir aussehen. Hier nochmal ein kleiner Input für den Alphons. So, das ist der Entry in den Markt. So. Ja, hier jetzt kommt von der Marina auch eine gute Frage, die Berechnung der Lots. Ja, sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr guter Hinweis, Marina. In den Devisen ist es leider etwas anders als in unseren Indizes. Bei den Indizes haben wir ja mal gesagt, aha, diese 1 hier oben, die steht für ein Punkt gleich 1 Euro. Also relativ einfach. Habe ich 10 Punkte Stop-Loss, 10 mal 1 Euro, sind das dann bei einem SL von 10 auch maximal diese 10 Euro minus. So, in den Devisen, guter Hinweis deshalb von der Marina, sieht das etwas anders aus. In den Devisen steht diese 1 für ein Lot. Lot ist aber eine fixe Größenangabe im Devisenbereich, weil ein Lot im Devisenbereich eine fixe Größe ist von 100k. K ist eine Abkürzung für 1000 im Devisen, im Finanzbereich, also 100.000 Euro. So, jetzt stellt euch vor, ihr kauft ein DAX, ein Punkt ist gleich 1 Euro, also dann werdet ihr mit 15.500 Euro ungefähr im Markt. Das ist okay mit eurem Konto. Wenn ihr jetzt dieselbe Stückzahl, diese 1 hier oben auch im Devisenbereich nutzt, bist du nicht mehr mit 15,5 im Markt, bist du mit 100.000 Euro im Markt. Das ist natürlich ein bisschen sportlich, das wäre natürlich ein riesiger Hebel. Deshalb Faustformel. Das, was ihr, und so mache ich mir das ganz einfach, ich bin ein bisschen faul beim Rechnen, das, was ich im DAX habe, also mein Einlot geteilt durch 10. Warum? Dann komme ich auf 0,1 und 0,1 Lot steht dann ja nur noch für 10.000 Euro. Und somit habe ich dann hier das Risiko angepasst. Eigentlich, ihr seht, im DAX wäre ich mit 15,5 im Markt, im Euro-US-Dollar bin ich dann hier mit nur 10.000 Euro im Markt. Deshalb grobe Faustformel durch 10. Dann könnt ihr euch das aber auch genau ausrechnen. Ihr könntet auch dann hier 0,15 handeln. Dann werdet ihr genau 0,15 von 100.000, also 15% sind ja dann auch diese 15.000 Euro. Okay, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Ich lösche mal kurz. Also da könnt ihr immer
Das mit einer einfachen Faustformel. Das, was ihr im DAX handelt, bitte durch 10. Dann habt ihr genau das richtige Volumina, was hier bei den Devisen. Das gilt übrigens auch für Commodities. Was sind Commodities? Unsere Rohstoffe, also bei Gold. Ähnliche Umrechnung, auch da bitte. Ein Zehntel von dem, was ihr im DAX für euer Konto ausgerechnet habt, ist hier das richtige Volumina. So, das, was wir jetzt alles besprochen haben, das ist mein Entry in den Markt. Wie komme ich rein? So, und dann gibt es natürlich immer wieder so ein Trading-Problem. Wie erreiche ich mein Ziel, ohne nicht in solchen Phasen hier tierisch nervös zu werden und meistens natürlich genau an diesem Punkt hier unten mein Exit mache und sage, hey, noch bist du hier schön im Plus, hast du 100 Punkte mitgenommen und dann kommen natürlich Murphy's Law, diese drei Kerzen, die hier nochmal 200 Pips nach oben schießen, allerdings ohne euch. So, und um in diesen Phasen nicht nervös zu werden, aber wie gesagt, das ist jetzt das Trade Management. Ich bin drin in diesem Trade. Ich habe hier meine Checkliste abgearbeitet. Ich habe hier meinen Beitritt gemacht. Und ich sehe auch zum Beispiel, Mann, auch in der Phase, so richtig Schwung kommt hier ja noch gar nicht rein. Da werde ich tierisch nervös. Spätestens, wenn ich im Gewinn war und habe von den Gewinnen wieder was abgegeben, werde ich tierisch nervös. Fürs Trade Management, fürs Nicht-Nervös-Werden haben wir zwei Berater, die ihr gerne nutzen könnt. Die möchte ich euch jetzt fürs Trade Management, not for the entry, nicht für den Einstieg, hier einmal mit zeigen. Und zwar haben wir da unseren üblichen Verdächtigen, unser sogenanntes Buy-Sell-Histogramm. Was macht das Buy-Sell-Histogramm? Das zeigt euch das Kräfteverhältnis zwischen Käufern auf der einen und Verkäufern auf der zweiten. Einfach per Drag-and-Drop oder Doppelklick rein in den Markt. So, und dann haben wir ja hier unseren Entry definiert. So, jetzt bin ich drin im Markt und da könnte einer sagen, da waren ja nur Verkäufer drin. Das gilt fürs Trade Management. Entry nach dieser Checkliste hier oben. So, jetzt bin ich drin und schaue mir am Ende jeder 5-Minuten-Kerze ganz entspannt das Histogramm an und sehe, oh, die Verkäufer gehen zurück, es kommen Käufer am Markt. Das ist ja schon mal genau das, was ich haben will. Verkaufsdruck nimmt ab in meiner Kaufzone, um aber zu steigenden Kursen zu führen, sollten Käufer an den Markt kommen. Ist ja schon mal entspannt. Nächste Kerze am Ende. Oh, mein Histogramm nimmt weiter ab. Meine Verkäufer gehen weiter aus dem Markt. Meine Käuferseite nimmt zu. Und wenn ihr hier in so einer Phase dann seid, wo viele nervös werden, wo viele denken, das ist eine Trendwende, Obers Money Flow, ignoriert den bitte. Und ihr seht hier zwei negative Kerzen. Was sehen wir aber hier unten nicht? Keine Verkäufer. Diese beiden Kerzen, die ihr hier seht, das sind Gewinnmitnahmen. Das sind diese nervösen Trader, die jetzt Panik bekommen und hier einfach mal Kasse machen oder ihr Gewinnziel hier einfach mal erreicht haben. Das ist aber keine Trendwende. Für eine Trendwende bräuchten wir hier unten Verkäufer, kein Verkäufer in Sicht. Genau hier dasselbe. Auch hier sehen wir diese zwei Korrekturkerzen, aber auch hier sehen wir keine Verkäufer. Und damit hole ich mir dann als Trade Management die Sicherheit, wenn ich in so einem Trade drin bin. Stay in Trend. Wir können hier drin bleiben, solange dieses Histogramm zunimmt. Und ihr seht das auch. Der pendelt auch. Aber was soll ich an der Ziellinie? Ich steige hier vorne aus. Es passiert auch nichts mehr. Aber ihr seht, erst als dieses Buy-Histogramm abnimmt, wenn dieses Sell-Histogramm zunimmt, erst dann kommt hier eine Korrektur in den Markt mit rein. Vorher nicht. Und so könnt ihr das als Hilfsindikator mit nutzen, um dann zu sagen, hey, hier muss ich nicht nervös werden. Genauso natürlich mit diesem 9,15, 9,20 Dreht heute. Aha, da sehe ich auf einmal Verkäufer rückläufig. Das ist das, was ich haben will. Käufer nehmen wieder zu. Und dann brauche ich hier nicht nervös werden, bis der sein Ziel erreicht hat. Und dann nehme ich das Ganze hier mit. Wie gesagt, das Ganze funktioniert sehr, sehr gut im Fünfer. Das ist so mein Lieblingssetup, weil ich so langfristig eigentlich gar keinen Bock habe, hier vom Rechner zu sitzen. Und ich fokussiere mich einfach auf die Opening-Zeiten. Ganze könnt ihr natürlich auch ganz entspannt im 15-Minuten-Chart machen. Gehen wir mal rein hier in den 15er und sehen hier eigentlich ein ähnliches Bild. Auch hier seht ihr aktuell, wo kommt diese Riesenbewegung schon wieder her. Das sind mal in Punkten gerechnet, hier in der letzten Stunde auch schon wieder 175 Pips. Na klar,
Bestimme den Trend. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Parabel zeigt Stein nach oben, ist wohl irgendwie im Aufwärtstrend. Das heißt, ich darf nur Buy-Trades machen. Wo darf ich den Buy-Trade machen? Natürlich in meiner Kaufzone. Haben wir einen Reversal Point einer Kaufzone? Ja. Wird dieser Reversal Point mir auch noch bestätigt? Wodurch wird er bestätigt? Durch unsere Oszillatoren. Der müsste bei 0 sein. Der müsste bei 0 sein. Hey, zufälligerweise eine Triple Confirmation. Also super schönes Buy-Signal, erklärt auch, warum der Markt jetzt hier nach oben geht. Auch wenn ihr hier mal aufs Buy-Sell-Histogramm, ja, hier waren so ein paar kleine Verkäufer, deshalb hier auch diese kleinen Gewinnmitnahmen, die handeln wir aber nicht. Warum? Wer gegen den Trend? Mit dem Trend, wir sehen auch hier keine Sorge, wo soll der hin? Der soll hier weiter nach oben. Und solange mein Histogramm hier intakt ist, von Minute zu Minute, also von Kerze zu Kerze, alle 15 Minuten hier weiter zunimmt, bleiben wir drin, müssen wir nicht nervös werden. Weil ich weiß, die ersten fangen schon jetzt schon wieder an zu zucken, weil der Obos hier reinrutscht. Der Obos interessiert uns nicht. Wir handeln mit dem Trend, deshalb mit dem Trend nur die Buy-Indikation hier zu nutzen. Braucht er also nicht nervös werden. Trend ist unser Freund. Und wie gesagt, was ich halt immer gerne mache, auch hier, ich markiere mir diese Scheitelpunkte heute Morgen. Und jedes Mal, wenn ich rechts vom Scheitelpunkt, also rechts dieser Linie hier, in meine Kaufzone laufe und der mir hier auch mit einer Triple Confirmation, und das war zufällig dann auch noch hier mein vorbörslicher asiatischer Night Attack reinlaufe oder hier auch mit dem Hammer, das war unser offizieller Handelsstart, unser 9:15 Uhr Trade, mit einem Hammer in die Kaufzone einer steil nach oben gerichteten Parabel arbeite, funktioniert das natürlich sehr schön. Und das ist auch so ein bisschen Multi-Timeframe. Ich schaue mir natürlich hier mehrere Märkte mit, mehrere Timeframes mit an. Natürlich handle ich immer nur in einem, aber wenn ich wie heute Morgen zum Beispiel hier im Euro-USD sehe, Mann, du bist im 5-Minuten-Chart zum Handelsstart in deiner Kaufzone, hier einer nach oben oder sogar leicht rausgelaufen aus dem Szenario, dann, ich markiere uns den hier nochmal, dann bin ich im 15-Minuten-Chart auch in einer Aufwärtsparabel, auch hier unten in der Kaufzone. Und so kann ich das immer so ein bisschen spielen und ich nutze gerne immer das benachbarte Timeframe. Wenn ich dann noch sehe, Mann, im 30er, ja genauso bist du auch hier in dieser Kaufzone mit drin, ist das natürlich umso stärker. Das ganze Setup könnt ihr natürlich auch unheimlich gerne, unheimlich stark nutzen in den großen Timeframes. So, und jetzt sehe ich hier im Stundenchart, ich will diesen Stundenchart machen. Jetzt sehe ich auch meine Lieblingsformation im 3-1-1. Ich sehe auch, Mann, wir haben hier heute Morgen auch eigentlich diesen Scheitelpunkt überschritten. Aber Tom hat immer gesagt, ich darf nur in der Kaufzone kaufen und der ist nicht in der Kaufzone. Dann macht das Spiel umgedreht. Im Stundenchart habt ihr hier die Indikation vom Trend. Hey, eigentlich wäre hier ein Aufwärtstrend zu erwarten. Schon mal cool. Ihr habt die starke Zahlenkombination 3-1-1, sogar mit einer Double Confirmation. MFI war nicht bei 0, aber Obos. Deshalb nutze ich immer beide hier drin. Ist in der Buy-Indikation. Aber ich komme über dieses Setup nicht rein. Dann geht runter. Ihr habt eine Erstindikation, wo es hingehen soll. Ich weiß, der wird hier oder der sollte hier heute nach oben laufen. Aber im H1 passt es noch nicht. Also vom H1 ins nächst kleinere Timeframe. An der Börse immer vom lang zum kurzfristigen. Also gehen wir einfach ins kleinere Timeframe und sagen, nur gucken wir mal, ob das nicht im M30 passt. Im M30 sah das nämlich schon deutlich besser aus. Ihr seht, auch cool, da bin ich mit einem Reversal Point in meiner Kaufzone. Der habe ich sogar eine Triple Confirmation. Da passt es schon. Und dann steige ich eigentlich in den H1-Trade im kleineren Timeframe ein, nämlich hier im M30. Hätte es hier auch noch nicht gepasst, aber und dann kann ich hier halt nochmal ins kleinere Timeframe wechseln. Dann gehe ich halt von meinem 30er in mein 15er und schau, ob es da irgendwie passt. Und dann wird es auf Deutsch gesagt, wie bei den Bauarbeitern, passend gemacht, aber immer in Indikation des Trends. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das denn dementsprechend abarbeiten. So, und dann sehen wir auch hier, ach ja, cool, der passt ja auch. Wo war er hier? Mein 9 Uhr Trade. So, hier ist er. Na, hier passt er auch im 15er. Super, das ist ja genau die Idee. Okay, Stundenparabel zeigt schon nach oben. Da hatten wir ja auch diese 3-1-1-Formation
auch ganz stark. Und so kommt ihr passend in diesen Trend mit rein. Und ihr seht auch hier im 15er, warum geht es hier jetzt eigentlich schon wieder nach oben? Ja klar, bestimmt den Trend. Wir sind in der Aufwärtsparabel. Zweitens, wir sind in der Kaufzone. Drittens, Umkehrpunkt plus Bestätigung rein. Nee, hier ist jetzt die Frage, ein Punkt im DAX ist nicht dasselbe Wert wie im Devisen. Nein, deshalb müssen wir diese Umrechnung machen, weil ein Punkt im DAX ist gleich 1 Euro. Und hier müssen wir halt die Umrechnung machen, dass wir dann hier sehen, dass wir das dementsprechend hier anpassen, das Handelsvolumen, weil hier ein Lot gleich für 100.000. Das ist natürlich was anderes, ob du für 15.500 ein DAX kaufst, also 15.500 Euro, oder aber deshalb die Faustformel, das, was du im DAX ausgerechnet hast, einfach durch 10 teilen, dann hast du immer automatisch das richtige Volumen und dann damit einfach handeln. So, weitere meiner Favorites, wir gehen jetzt einmal nur mal, weil ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, was handle ich noch besonders gern? Great British Pound, USD, den sogenannten Cable, auch ein extrem schöner, ein extrem starker Markt, ein extrem volatiler Markt, der aber sehr, sehr trendstark ist, das heißt, der läuft unheimlich schön eigentlich seine Trends durch. Wenn wir den mal rein switchen können, doch, da sind wir. So, GBP USD, selbe Idee. Trend is your friend. Ihr seht, wir sind hier in einem Aufwärtstrend. Ab hier Scheitelpunkt heute Nacht, 3:15 Uhr. Warum 3:15 Uhr? Na, 3:30 Uhr kommt hier Schwung rein. Warum 3:30 Uhr dann? Asiatischer Handelsstart, große Bewegung. Also auch hier gilt große Bewegung zu Markteröffnungszeiten. Hier diese sogenannte Night Attack, das ist schon der Beginn. Um 7 kommt aber nicht so viel Schwung rein. Wenn wir aber mal schauen, wo wir uns hier hin bewegen, das sind so unsere offiziellen Handelsstarts, wo die Bewegungen hier laufen in den Markt. Naja, und hier sehe ich einfach schon, auch wenn Money Flow und Obos nicht in meiner Kaufzone sind. Ich bin in der Aufwärtsparabel und ich habe hier die glückliche Situation. Ich habe ein reinrassiges, sauberes Käuferhistogramm, sollte wohl zu steigenden Kursen führen. Und auch hier bin ich nicht päpstlicher als der Papst. Der eine oder andere könnte jetzt ja wieder sagen, ah, guck mal, aber wir waren nicht genau in der Kaufzone. Nein, waren wir nicht. Aber wenn ich zwei Hammer, die stärksten Bodenbildungskerzen, mit nur Käufern am Markt habe und dann aber hier unten auch noch über den Obos meine Bestätigung habe, muss ich nicht päpstlicher als der Papst sein. Ein bisschen Übung, ein bisschen Interpretation im Markt ist hier einfach auch gefordert und nicht dementsprechend sagen, oh komm, hier hat aber noch ein Millimeter gefehlt, da bist du aber jetzt nicht falsch in dem Markt. Nein, das ist für mich auch okay. Hier, das interessiert mich, der Trend interessiert mich. Ich habe nur Käufer am Markt und wenn ich einen Aufwärtstrend habe mit nur Käufer am Markt, na, was soll denn hier passieren? Wo soll der denn hingehen? Der kann nur nach oben gehen. Und auch der ist, wie gesagt, sehr, sehr stark, auch gerade in den großen Timeframes. Und ihr seht, wir haben hier schöne Short Trades letzte Woche gemacht. Warum? Natürlich hier ein starker Abwärtstrend. Und ich komme im Stundenchart. Ich bin hier nicht rein, ich bin hier nicht reingekommen, in diese Trades, aber hier viele, viele Stunden. Ihr seht, ihr habt ja fast einen ganzen Tag Zeit gehabt und sowas liebe ich natürlich, wenn der sich dann in einem Abwärtstrend hier fast einen Tag lang festfrisst in dieser Verkaufszone. Da kommen die großen Bewegungen. Und warum kommt jetzt hier diese große Bewegung? Na, hier seht ihr schon, hier ist schon mein Scheitelpunkt. Und das ist das Tolle, warum ich die Bänder sehr gerne nutze, weil der blickt uns ja immer ein bisschen mathematisch gesehen in die Zukunft. Und das ist ja meine zweite Formation. Ich glaube, wir müssen noch einen Workshop hierzu machen. Nächste Woche kommt dann Teil 2. Hier ist ja jetzt noch meine zweite tolle Zahlenkombination, über die sind wir heute gar nicht zum Sprechen gekommen, nämlich meine 113. 113 ist der Start für die erste Welle reinzukommen. Und wenn ich sehe, dass die erste Welle jetzt auch noch im Scheitelpunkt meiner Parabel entsteht, das Ganze auch, aha, 7 Uhr Night Attack Asien, dann erklärt sich auch, warum es hier heute eigentlich den ganzen Tag nach oben geht. Und ihr seht auch hier in dem Chart im H1, wenn ich auf die Buy Power schaue, ist hier auch noch nicht Schluss. Und deshalb nie die Trades, die gerne eröffnet werden, gegen den Trend. Ich weiß, der Erste hat hier jetzt schon den Zelltrade eröffnet, weil er hier diesen Shooting Star entdeckt hat und hat gesagt, okay, komm, guck mal, Shooting Star plus Money Flow plus Obos, die sind bei 100. Ich mache hier mal den Zelltrade, der knallt hier nach unten. So gegen zwei Bedingungen verstoßen. Intakter Aufwärtstrend, Trend is your friend, wir machen nur Buy Trades. Money Flow Obos dürfen nicht interpretiert werden, weil nicht in Trendrichtung und
Was soll denn hier passieren? Warum soll der denn fallen? Wenn ihr nur Käufer für ein Produkt, und stellt euch immer diese Frage im Hintergrund, wenn ich nur Käufer habe, die das Produkt kaufen wollen und keinen Verkäufer, warum soll der Kurs fallen? Der wird nicht fallen. Erst wenn sich dieses Kräfteverhältnis ändert, dann passt es. Hier doch viel cooler, in der Verkaufszone, und ich sehe die letzten Käufer hier aus dem Markt gefegt, und dann kommen in der Verkaufszone hier nur noch Verkäufer. Das ist doch klar, dass der fällt. Das sind die Konstellationen. Die müsst ihr suchen. So, das war das Wort zum Sonntag. Wir wären nämlich jetzt schon wieder bei 19 Uhr. Ja, Chris schreibt schon super Teil 2. Definitiv werden wir uns auch nächste Woche vielleicht nochmal mit dem Forex-Markt hier ein bisschen beschäftigen. Forex Trade Panel haben wir uns ja noch nicht angeschaut. Gibt hier noch ein paar weitere Setups, die ich euch gerne im Devisenbereich näher führen würde. Also, wenn ihr Bock habt, machen wir nächste Woche nochmal einen Teil 2 zum Forex-Bereich. Ich stelle das Video wieder in unseren Chat mit rein. Wünsche erstmal allen schönen Abend, gute Trades für die Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In dem Sinne, schönen Abend.